Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letztes Spiel haben wir absolut verdient verloren gegen einen besseren Spieler. Ich hätte besser spielen können, aber trotzdem hat der Gegner verdient gewonnen und war auch besser. Also selbst wenn ich jetzt da zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen besser gespielt hätte, was eventuell möglich gewesen wäre, wäre ich nicht so gut gewesen, dass es ein ausgeglichenes Spiel geworden ist. Vielleicht zu meiner Hochzeit, FIFA 17, FIFA 18, ich meine, es gab ja auch eine ganz gute Zeit in FIFA 18. Am Anfang habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr unter der Woche gespielt. Da hätte ich vielleicht ausgeglichen gegen ihn agieren können, aber zu dem Zeitpunkt jetzt ist es einfach nicht möglich. So, hier haben wir jetzt erstmal ein nicht ganz so gutes Team. Da hat jemand mal einen Firmino als Stürmer drin. Okay, als MS eingetragen, aber als Stürmer von drin. Den normalen sieht man nicht so oft. Insgesamt ist, wie gesagt, kein so überragendes Team. Eriksen halt ziemlich gut. Versuchen wir mal zu gewinnen. Ich gehe davon aus zu verlieren, so wie ich gerade spiele. Aber ruhig bleiben ist ganz wichtig. Und auf die Verteidigung konzentrieren. Hat er gut gemacht. Können wir froh sein, dass es kein Tor war. Hätte man, denke ich, besser verteidigen können. Ich habe zu schnell oder zu viel gedoppelt. Hier hätte ich, glaube ich, noch zurückpassen müssen auf meinen Innenverteidiger. Auf Ginter. Haben wir Glück, dass wir den Fehler mit Tolisso wieder bereinigen konnten. Ja, hätte ich eher abbrechen müssen. Wie gesagt, es passiert mir zu oft. Schön gemacht von Tolisso. Schade. Oh, faul. War, glaube ich, keins. Direkt aus Eigenpass quasi. Hat ziemliche Probleme mit unserer Verteidigungstaktik bisher. Das ist ganz gut. Oh, das passiert mir so beschissen oft. Ich weiß nicht, wieso bin ich so unkonzentriert. Das passiert doch den Gegnern auch nicht dauernd. Oder spielt er einfach zu risikohaft immer an der Linie. Das könnte natürlich sein. Genau, richtig gelaufen mit Sokratis. Schade.
Wäre flach bestimmt besser gewesen, aber es war wieder so eine Situation, wo ich einfach nicht getraut habe. Flach zu gehen. Warum steht denn Bailey im Abseits? Mann, Mann, Mann. Das ist auf jeden Fall wieder ein Spiel, was man gewinnen kann. Ich gehe davon aus, es zu verlieren. Aber der Gegner ist nicht so gut wie der letzte. Naja, ich werde ja wahrscheinlich einen Cut machen. Ich werde nicht zwei Spiele in einer Aufnahme schaffen. Aber da ich jetzt noch Zeit für ein Spiel hatte, habe ich mir gedacht, es wäre dumm, die Zeit nicht zu nutzen. Da hast du eh noch so viele Spiele. Okay, der Pass war genial. Der Pass war genial. Leider. Das war auch gut gespielt, aber naja, anscheinend nicht gut genug. CPU-Tor Sokrates, ich habe mit Sokrates nicht gespielt. Der hat den Kopfballtreffer selber gemacht. Aber das andere war übrigens ein Schuss, also ich habe mit aufs Tor geschossen mit meinem Kopf und nicht gepasst auf Sokrates. Das hat dann einfach so gut funktioniert und er macht ihn dann halt einfach von alleine. Sehr schön. Direkter Ausgleich, so kann es laufen. War natürlich ein Lackertor, klar. War ein CPU-Kopfballtor und halt auch noch generell ein Flankentor nach einer Ecke. Das ist einfach ein Lackertor. Und das, wo man sagen muss, der Gegner hat es halt echt geil gespielt. Also sein Tor war halt super Sahne rausgespielt. Mit einem mega genialen Pass. Tolisso, super einfacher Pass und er verkackt ihn. Der Ausgleich war natürlich wie immer wichtig. Aussichtlich nicht Spiel, verdient ist er nicht ganz, weil es war halt einfach ein Lackertor. Gegner hat seins gut rausgespielt, fast ein 100%ige. Schade, ich dachte, ich kann mich hier vorbeisetzen. Hat er Glück. Wollte ich nicht hinpassen. Dann hat er Glück und macht dann einen Fehler beim Pass. Oh, schade, Goretzka. Da ist lang kein mehr. Ja, fast rein. Schöner Schuss. Knapp daneben. Ein guter Roulette. Machen wir gut rein mit Ginter.
Gott! Hat es ja fast gestorben bei dem Pass. War natürlich nicht geplant, aber so ein Glück kam er wenigstens an. Na also. Eieieiei. Ja, war nicht einfach. Schöner Treffer, Rangis. War auch ein bisschen lucky. Also ich muss zugeben, beide Tore von mir sind ziemlich lucky. Ich würde sagen, weil wir halt jetzt zwei Chancen hatten, wären unentschieden verdient, aber definitiv ist die Führung ungerechtfertigt. Schönes Tor von Arangis. Ach, dieser... Ich hätte fast Bastard gesagt. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt Bastard sagen wollte. Das habe ich auch gar nicht gemeint, aber irgendwie war das gerade so ein... Kurz für zum Gehirn. Ich wollte eigentlich sagen, so ein krasser Typ, Alter. Ich verstehe einfach nicht, warum sich niemand an dem vorbeisetzt. Und der wirklich auf so eine... Über 200 Spiele, so eine Konstanz, so krass gut performt. Und da muss man sich ja mal überlegen, dass ich ja noch nicht mal jedes Spiel 100% Leistung abrufe, dann teilweise durchdrehe, scheiße spiele und so weiter. Also er hätte wahrscheinlich eine deutlich bessere Quote, wenn ich immer versuchen würde, mein Maximum rauszuholen und gut zu verteidigen. Also das ist krass. Und gerade seine Abschlüsse auch ergibt keinen richtigen Sinn, dass der so viel besser ist als ein Kruse Inform oder selbst als Second Inform Raphael, wobei man auch zugeben muss, dass Second Inform Raphael irgendwie in der Brasilianer Mannschaft gut funktioniert, aber nicht besser als Arangues. Also der ist nicht deutlich besser als Arangues, das hat man schon gemerkt. Wie kann denn das kein Foul sein? Weil dadurch fehlt ja auch meine Anspielstation. Also, es war ein klares Foul. Ah, das ist natürlich schon ein Foul, klar. Puh, come on, ich will das Spiel gewinnen. So, jetzt vielleicht mal nicht direkt wieder den Ball verlieren und den Angriff zu Ende führen. Oh, das macht er leider gut. Verteidigen ist doch gerade gut, aber wir schaffen fast keine Entlastung, weil wir jedes Mal wieder den scheiß Ball verlieren im Aufbauspiel. Und wieder ist er weg. Also wir kriegen keinen Angriff mehr hin. Gegner schafft zwar auch nicht gefährlich in Schussposition zu kommen oder so, aber er kommt wenigstens zum Abschluss. Wieder uns ausgetribbelt. So, jetzt geht auf Zeit, weil ich kriege gerade nach vorne gar nichts mehr hin. Oder? Naja, mal abbrechen. Okay, Deckel und der Gegner bricht doch ab. Ich habe jetzt auch zweimal auf Schießen gedrückt, damit er den flach macht. Das hat auch gut geklappt. Zwei Tore Arangues, Vorlagen dürfte es nur eine geben, wenn überhaupt. Nee, ach ja, ich, ja, genau. Moment mal. So gerade ist noch eins, genau. Und es gibt keine einzige Vorlage bei drei Toren, das ist auch nicht schlecht. Aber ja, es war halt alles... Das eine war halt keine Vorlage, weil ich habe ja mit Werner zwar geköpft auf Sokrates, aber es war eigentlich ein Schuss, also ich habe auf Schießen gedrückt. Dann war es halt ein Kopfballschuss, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Das zählt halt leider nicht als Vorlage in dem Spiel, was ich schwachsinnig finde. Das ist im echten Leben auch so. Es ist egal, ob du jetzt aufs Tor schießen wolltest und das aussehen zum Pass wird oder ob du wirklich gepasst hast. Es ist einfach eine Vorlage, weil es ist ja in Anführungsstrichen der Pass, der zum Tor geführt hat. Auch wenn es, wie gesagt, als Schuss geplant war. Das spielt ja keine Rolle. Und das ist leider hier in FIFA nicht so. Sehr gut, es läuft wirklich besser, seitdem man seitdem ich mich auf die Abwehr konzentriere, spiele ich wieder deutlich besser, weil es hilft einfach schon, sich das zu sagen. Konzentriere dich mehr auf die Abwehr, weil dann ist man einfach da fokussierter und es hat was gebracht. So, ich habe jetzt kein weiteres Spiel mehr, dementsprechend werde ich dann die restlichen, weiß ich nicht, irgendwann später machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Praxis, tschüss, tschüss. Ach nee, Quatsch, Schnitt. Wahrscheinlich geht's dann gleich für euch weiter. Tschö. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben, glaube ich, noch 11 Spiele, oder? Ich habe gar nicht so viel Zeit. Ganz schnell muss ich mich beeilen. Hilfe, Hilfe. Nee, noch 10. Geil. Okay, 10 geht. Ach so, ja, ich will ja diese Folge, also es ist ja nur ein Spiel jetzt. Ich will ja dieses Spiel jetzt zusammenschneiden mit dem letzten. Das habe ich schon vergessen. Egal, machen wir jetzt noch ein Spiel und dann haben wir noch 9. Aber okay, ich werde, wenn ich totale OBV des Verlierst du sowieso Spiele habe, dann werde ich die auch abbrechen, aber ich denke, das wird wieder so gut wie nie passieren, weil ich mich dann sowieso wieder nicht dazu hinreißen lassen kann, abzubrechen. Ich bin einfach kein Quitter. Und ja, ich will mich wieder auf meine Abwehr konzentrieren an allererster Stelle und gehe davon aus, jedes Spiel zu verlieren, mit Demut rangehen, von daher passt das. Oh, Benzema, 88er Stürmer, ah ne, Griezmann. Was ist denn eigentlich mit Benzema? Gibt's den überhaupt noch? Also... So, ich habe mir jetzt das Team irgendwie gar nicht richtig angucken können. Egal, wir konzentrieren uns. Jetzt kann ich mir's angucken. Wir konzentrieren uns und der wird auch garantiert ins 4-1-2-1-2 wechseln. Es ist eine Mischung aus Bundesliga und Premier League. Und es ist, glaube ich, eine Mischung aus Bundesliga und Französisch, oder? Premier League, ach, ist ja egal. Egal, los geht's. Ich habe darauf gehandelt, die 4-1-2-1-2. Ja. Wobei es letztes Jahr auch nicht mehr ganz so viele gemacht haben. Ist wieder ein bisschen weniger geworden. Konzentration. Aber wie gesagt, an allererster Stelle steht erstmal wieder die Abwehr. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Braucht noch 2 Siege für Gold 3, das wäre schon mal nicht schlecht, wenn wir das zumindest hinbekommen. Da haben wir die erste Ecke. Ah! Oh, krasse Parade! Casemiro war, glaube ich, ein CPU-Kopfball, aber krasse Parade. Schön gemacht mit Miranda. Schöner Schuss mit Casemiro. Das ist die nächste Ecke. Und, oh, schade, war auch nicht schlecht. Das war scheiße. Haben wir uns zum Glück gut hingestellt. Na? Aber eigentlich schon fast ein Foul. Schade. Aber wie gesagt, auch wieder gut gestanden. Mehr kann man in so einer Situation erstmal nicht machen. Das war mal sehr interessant. Keine Ahnung, was diese Grätsche soll, aber die hat mir das Leben sehr einfach gemacht. Ja, könnte man auch wieder über den Foul nachdenken. Ich hätte noch ein bisschen konsequenter verteidigen können.
Was war das? Was macht denn der? Immerhin abseits. Also seine Ecken bisher waren echt grandios. Schöner Pass auf Willian. Okay, meine kurze Variation hat ebenfalls nicht wirklich geil funktioniert, aber Gegner schenkt mir zumindest noch mal den Ball. Krass, mit Thiago Silva, Innenverteidiger, erstmal den Schuss gesucht. Bisschen lucky, weil da jemand lag, der hat halt das Abseits aufgehoben, sonst hätte es halt nicht so funktioniert, dass Firmino da so frei war. Aber ich muss es halt ausnutzen in der Situation. Dann hat man nochmal das zweite Glück, dass der eigentlich geblockte Ball noch reinging. Also das war jetzt wirklich ein sehr glückliches Tor. Und für den Gegner sehr ärgerlich. Ich glaube, er wäre nicht rein, oder? Ich glaube, er wäre vorbei, wenn er nicht an den Gegner nochmal ran wäre. Aber das kann man hier in der Position oder der Kamera nicht erkennen. Bin ich gerade auf Ballbesitz? Ich wollte eigentlich nur auf Defensiv. Schön gemacht mit Raphael. Oh Gott, das war ja richtig schlecht. Ja, Willian, bei Willian, der ist zwar insgesamt ganz geil, gerade auch was die Defensive angeht, aber da fehlt mir noch so ein bisschen Abschlussgefahr, Vorlagen etc. Ich weiß gar nicht, wie viele Scorer-Punkte der schon gemacht hat. Nicht viele, aber den lasse ich auch sehr lange Zeit, bevor ich da was anderes probiere, weil. Wir wissen es ja von Insigne und El Shaarawy, die haben auch so lange gebraucht, bis die abgegangen sind. Und auch Neymar hat eigentlich gebraucht, bis er ins Team gefunden hat. Ich weiß nicht, wieso das bei diesen Außenmittelfeldspielern so oft der Fall ist. Aber irgendwie ist es halt so. Oh, das war scheiße. Tick zu straff. Aber Neymar ist ja eigentlich auch nicht der Distanzschütze, das darf man nicht vergessen. Bin gespannt, ob Thiago Silva dieses Jahr auch wieder eine Inform bekommt. Letztes Jahr hat er ja eine gehabt, die habe ich noch nie gespielt, aber mir fällt halt schon die normale Form so gut, dass eine Inform sicher geil wäre. Hier hat er mich leider ins Ausgestoßen. Knapp. Schwacher Pass, ich glaube, Raphael war es. Ist gar nicht so einfach, hier zu Abschlusschancen zu kommen, muss ich zugeben. Indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time.
schade. Haben wir echt. Also, wir hatten zwar eine Druckphase, gerade auch mit unseren Ecken immer, aber da haben wir wirklich im richtigen Moment das ausgenutzt. Das wird schwierig, denke ich, jetzt noch ein zweites Tor zu schießen. Zumindest hat das bisher ganz gut verteidigt und ich komme nicht wirklich durch, wenn ich ehrlich bin. Also nicht richtig gut. Spielt ganz gut, aber was wichtig ist, wir haben es auch sehr gut verteidigt. Also wir haben wenig zugelassen. Weniger als der Gegner auf jeden Fall. Nicht so viele Ecken. Seine Ecken waren auch richtig schlecht. Ja, mal so dezenten. Och, wieso läuft denn nicht weiter? Ich hatte ihn noch weiter in den Lauf geschickt. Dezenten Grätschen können nämlich ganz geil kommen, aber man muss sie halt in der richtigen Situation spielen. Sehr gut gemacht mit Gustavo. Ah, das war scheiße. Oh nein! No-Look-Schuss! No-Look! Fuck! Oh, Verzweiflungs-No-Look-Schuss! Fuck you! Aus dem Winkel, aus der Entfernung, und der geht natürlich perfekt rein. Guckt's euch an. So ein Dreck, ey. Ihr müsst das so oft verschießen, da kommt so oft Scheiße. Da muss ich natürlich in der Situation reinmachen. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich treffe natürlich nur Alu, was sonst? Gegner macht halt Alu und rein. Aber egal, jetzt haben wir wenigstens mal wieder klassische Torschance generiert. Schade. Jetzt sind wir wieder in der Druckphase drin, das gefällt mir. Oh, so ein... Schönes Pacer-Tor, ist ja auch egal. Das hat er zumindest rausgespielt, das Tor. Aber auch da wird er nicht immer treffen, der Martial in der Situation. Das war halt auch keine hundertprozentige Chance. Boah, das ist bitter. Das ist richtig bitter, ey. Wir hatten das Spiel eigentlich komplett unter Kontrolle. Und jetzt führt er. Und das ist halt so ein Spiel, was dann auch einfach sehr schwer ist, jetzt irgendwie wieder... das Heft zu übernehmen oder den Ausgleich zu schießen. Ich glaube auch, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir es noch drehen oder gewinnen werden, aber ich werde es probieren. Fick dich doch. Oh!
so ein. Boah. Krass. Auch das war gut gespielt. Aber er hat in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gehabt. Und jetzt dreht er hier durch. Das gibt's doch nicht. Egal, wir haben noch eine kleine Restchance. Unglaublich. Fuck, Mann. Wir haben geführt, ey. Es war auch wieder nur Pace. Nur weil er schneller ist als mein Spieler, kommen wir da vorbei. Schön rausgespielt, da standen halt einfach zu viele Leute rum. Sucht's wieder einfach nur über Pace und schafft's auch noch fast. Alter, das gibt's doch nicht! Bei dem klappt jetzt wohl alles, oder was? Egal. Wann hat denn der Maradona eingewechselt? Naja, bis zum nächsten Mal.